Es war das Spiel 1 nach der Alofs-Entlassung und prompt der erste Sieg nach 4 Bundesligaspielen. Vor allem für Trainer Valerien Ismaël ein wichtiger Erfolg. Schließlich konnte der 41-Jährige seit seinem Amtsantritt am 8. Spieltag bisher nur einen Sieg verbuchen. Wenn wir zusammenstehen, wie wir heute gezeigt haben, aber nicht nur auf dem Platz, außerhalb, die Mitarbeiter, die Fans, alle positive Stimmung erzeugen, dann ist es viel möglich. Und doch reißen die Diskussionen nicht ab, dass Ismaël seinen Posten bereits in der Winterpause wieder los ist. Die anhaltenden Fragen dazu bringen ihn auf die Palme. Wissen Sie, es ist einfach nervig. Es ist einfach nervig. Wir haben gerade eine Phase nur negativ reingetragen und es geht weiter. Wenn ich das Spiel verliere, ich verstehe die Frage. Ich gewinne das Spiel und kommt trotzdem die Frage. Genau. Jetzt es geht darum, dass wir uns konzentrieren auf das Spiel gegen Gladbach. Ich mache meine Aufgabe. Ja, es gibt kleine Entscheidungen. Die Mannschaft steht hinter mir. Ich stehe mit der Mannschaft und mit der gesamten Verein und wir wollen alle gemeinsam daraus. Ja, und das ist das Wichtigste. Und doch könnte Gladbach so etwas wie sein Endspiel werden. Der Name David Wagner wird schon als sein Nachfolger gehandelt. Frankfurts Trainer Niko Kovac reagierte auf die Diskussion bei der Pressekonferenz nach dem Spiel in Wolfsburg mit einem flapsigen Spruch. Valerian, ich würde dich rausschmeißen. Also. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Frankfurter haben sehr eilig. Aber das war ein Scherz, ja? Also nicht falsch verstehen. Aber ich möchte trotzdem die Chance... Ich sage das nochmal an, nicht dass einer... Valerian, du hast es verstanden.